für alle, die sich freuen, wie ich ins Jahr 2022 gestartet bin. Nein, es ist passiert jetzt. Na, was ganz krasses ist passiert, wir ziehen um. Ich habe etwas aus der Schweiz mitgebracht. Es gibt vielleicht keine Heizung, kein warmes Wasser. In 3, 2, 1. Welcome back, everybody! Ich hab gedacht, ich erkläre jetzt einmal kurz, warum ich länger weg war. Machst du mal kurz. Ich habe Winterpause gehabt, aber jetzt geht's wieder ganz normal weiter mit den Vlogs. Ich wollte Ananas ansetzen. Ups, hey. Hat es überhaupt eine Chance gegeben, dass das funktioniert? Keine Ahnung. Das Mikro macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe viel Zeit mit meiner Family verbracht. Wir haben Silvester gefeiert. Hallo, wir feiern da gerade Silvester und die Malenji hat so eine Brille aus Herzen. Und mit denen sieht man nur mehr Herzen. Das ist so arg. Schau doch auf die Lichter. Ja, ist egal. Oh, lass mal durch die Kamera, da siehst du es auch. Schau den Malenji an und sag mal, dass die nüchtern ist und dass die komplett normal ist. Siehst du es? Oh mein Gott. Für alle, die sich freuen, wie ich ins Jahr 2022 gestartet bin. Nein, wie es passiert ist, mit einem Kuss mit Malenji. Echt? Nee. Aber weißt du, was passiert ist? Mike hat mich mit einer Sektflasche angespritzt und dann, aus Panikreaktion, bin ich komplett gegen die Kamera gelaufen und hab jetzt eine Beule und jetzt sogar Kopfweh. Ich hab Kopfweh. Trinken, ja, das ist genau so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das gegen die Gehirnerschütterung ist. Hier habe ich mir Rihanna tätowiert. Rihanna? Rihanna. Oh, Rihanna. Rihanna. Ich habe hier Kesha. Und was ist noch passiert? Oh, ja, na, was ganz krasses ist passiert, wir ziehen um. Der Mike räumt gerade seine Wohnung aus, weil wir umziehen. Aber nicht nur wir zwei ziehen um, sondern nur andere Creator. Ihr könnt ja mal raten, mit wem wir zusammenziehen und vor allem, wohin wir ziehen, weil das haben wir auch noch nicht gesagt. Ein kleiner Tipp, es ist sehr offensichtlich. Es ist offensichtlicher, als man denkt. Das ist funny, weil die Leute dann... Miami! Miami! Wir ziehen jetzt um. I cannot believe. It's ridiculous. It's a piece of cake, it's a pretty cake. It's the way it's hazy. Wir waren gerade beim Ikea. Yeah. Und das Beste am Ikea sind einfach die Hotdogs zum Schluss. Jetzt gibt es einen vegetarischen Hotdog Taste Test von Ikea. Also das ist der vegetarische? Mm-mm. Na, Schatz. Das ist gut. Schaut's gut aus. Er schaut richtig gut aus. Leon? Yes. Hi. Hi. Das ist Leon. Leon zieht auch mit uns in die WG. Er ist Manager, aber nicht mein Manager, weil mein Manager ist, glaube ich, gerade wieder in Südamerika oder so. Oder Afrika, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich sein Bettgestell stehlen, weil ich meins vergessen habe. Du hast ja noch kein Bett, gell? Nee. Du hast aber zwei Latten, Rösti. Ja. Kann ich die haben? Nimm mir ruhig alles weg. Mike nimmt mir mein Bett weg, du nimmst meinen Latten dein weg. Bett? Alles, was mir bleibt. Ist dieser Stahlträger? Ja, den braucht sie auch. Ich gehe zu Hanna, du brauchst noch diesen Stahlträger. Und sie so, das glaube ich nicht. Ja, aber ich habe was aus der Schweiz mitgebracht. Danke. Und das ist the one and only Anna Striegel. Und sie zieht auch in die WG. Was sehr cool ist, weil wahrscheinlich gibt es jetzt jeden Tag Selleriesaft und da freue ich mich schon drauf. Danke. Bei mir auch. Ja. Oh mein Gott. Springli. Okay, ich probiere Springli. Wie schweizerisch will es klingen? Springli. Das hat Bettupferl. Springli, Springli. Das ist ja funny. Weil springen und hupfen das gleiche. Ist das nicht was? Kalt? Nee. Ist dir kalt? Ja. Sieht aus, als wäre dir kalt. Wollen wir Sport machen? Dann wird dir warm. Ah. Wird meine Mutter jetzt sagen, los, lauf. Bewegt die Schenkel. Okay. Darf ich zuschauen? Okay. Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat mit dem Umzug, weil... Definiere geklappt hat. Wir sind in einer Wohnung. Es gibt vielleicht... keine Heizung, kein warmes Wasser und irgendwie hat auch so viel anderes nicht funktioniert. Aber wir sagen einfach mal, der Umzug hat geklappt. Ja, also es ist jetzt einfach wir sitzen das, da. Das wäre jetzt dein Zimmer schön. Kann ich dein Zimmer sehen? Warum will sich jeder über mein Zimmer nehmen? 3, 2, 1. Ich habe sie schon auf WhatsApp gesehen. Oh. Ich dachte, das ist was verändert. Oh, ja, ich habe was Sache, zu der ich was sagen muss. What the fuck? Wieso ziehst du das weit runter? Ja, weil es... Runterziehen. Hey, das Fenster geht ja nur bis da. Oh, das ist so eine optische Illusion. Optische Illusion. Hanna, das schaut nicht aus wie ein Vorhang. Holy fuck, ist du literally so. Hey, Leon, warum ziehst du das so weit runter, dein Rollo? Ich check's nicht, aber das Fenster ist doch viel zu kurz. Meine Tour wird ein separates Video. Oh, krass. Das Video endet, wenn die Roomtour vorbei ist. 17 Sekunden. Ja. Gute Nacht. Gute Besserung. Danke fürs Zuschauen. Morgen kommt ein neuer Vlog. Nee, bald kommt ein neuer Vlog. Es wird die Roomtour von meinem Zimmer. Auf jeden Fall geht es jetzt ganz normal weiter mit den Vlogs. Und ich wünsche euch viel Spaß und danke für den ganzen Support im letzten Jahr. Und danke fürs ganze Girl.